So Leute, weiter geht es mit einer cowboyreichen Folge Wild West Dynasty und ich habe das, der hat den Spielstand nicht, da spiele ich mal den Spielstand, habe ich abgespeichert, laden ging nicht, habe jetzt alles nochmal neu gemacht und jetzt haben wir genau dasselbe wieder, nimmt das Essen und jetzt habe ich gerade die Aufnahmen gestartet, ja. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier ein Problem haben oder... Wir haben ein Problem. Nicht weiterspielen. Nimm das Essen. Ach, okay. Hier drin. Alles klar. Dieses Essen ist gemeint. Ja. Danke, Ed Sheeran. Und ich dachte, wir haben jetzt ein dickes Problem, dachte ich. Und wir können mit Leertaste hier weiter drücken. So. Kehre zum Grab deiner Mutter zurück. Ich würde sagen, das machen wir auch. Können wir die hier sammeln? Nee. Aber wir essen auf jeden Fall jetzt was. Gut, dass wir das Zufall gesehen haben. Ich konnte auf jeden Fall gut ein paar Berries sammeln. Ne? Okay. Irgendwie kann der nicht fressen. Wir naschen mal ein paar Beeren, damit wir auch komplett satt sind. Und wir haben noch die ganzen Cracker und alles. Wir sind auf jeden Fall, was Essen angeht, gut ausgerüstet. So. Also jetzt das Tutorial, was ich jetzt gespielt habe, das ging jetzt innerhalb von, ja, 3 Minuten eigentlich. Ich weiß, warum das in der letzten Folge so lange gedauert hat. Weil ich alles durchgelesen habe und so. Ich glaube, ich werde einfach viel überspringen, Leute. Also Tutorial-Kram, den braucht ja eigentlich gar keiner, ne? Ja, Story gern, aber mehr. Warte mal. Bevor wir zum Grabe gehen, ich wollte noch hier das oben hier aufmachen. Kriegen wir nämlich direkt ein paar Bretteronis und Bacon Hut. Richtig viel Kram hier, ne? Wir rüsten uns hier direkt mal anders aus. Okay, und es hängt wieder. Sehr gut. So liebe ich das. Schwarzen. Der. Warte mal, welcher sieht besser aus? Das ist der von der Leiche. Ich finde, der ist besser. Ich finde den besser. Ich weiß auch nicht warum. Hier haben wir so einen schwarzen Bart, ne? Dunkle Haare. Und hier ist er blond. Warum auch immer. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist er ein Cowboy-Magier, keine Ahnung. Das Feuer können wir wahrscheinlich nie wieder aufsammeln. Okay. Blumen. Blumen. Warte mal. Muss ich die einfach hier fallen lassen? Achso, ne, ich kann interagieren, okay. Rest in peace, Mom. Rest in peace. So. Ach, den Wagen kann ich auch. Warte mal. Können wir da noch hier dieses. Ist du uns. Ah, warte mal. Die Lampe haben wir jetzt diesmal gar nicht mitgenommen. Die habe ich komplett vergessen. Gut, dass wir nochmal hier sind. Dann haben wir auch mal direkt hier ein bisschen ein paar Stonies und so. Wir können einfach den ganzen Wagen abbauen. Warum nicht? Holzstämme, ja. Man kennt's. Glückwunsch, das erste Rezeptbuch gefunden. Na, alles klar. Können wir noch irgendwas machen? Das war's, ne? Okay. Mit einer Axt. Was? Hinten. Okay, jetzt muss ich anscheinend. Trennt sich unsere Wege. Das ging schnell. Also runterspringen will ich ja jetzt nicht. Der gilt wie so ein Opa, ne? Nicht mehr richtig laufen kann. Und wenn der läuft, wenn der sogar auf Speed wäre. Oh, jetzt sind wir so lahm unterwegs. Aber die Landschaft, das sieht auf jeden Fall schon sehr authentisch aus, Leute. Sieht gut aus. Wir müssen hier lang.
Karte haben wir noch nicht, ne? Ah, okay, doch. Können wir den alten Jenkins, ich meine Ed Sheeran, immer wieder besuchen, oder? Ach, hier ist doch Ed Sheeran. Hey, wir müssen jetzt mal einfach weiter. Nee, da, nein, das ist gar nicht Ed Sheeran. Kinder? Das ist tatsächlich Kinder. Ich pack die Axt mal ein. So, wer bist du? Ich kann nicht reden, die macht keinen Ton. Ich kann extrem hoch springen. Hier so eine Kuh hier nehmen. Ja, komische Kinder und... Oh. Ich häng fest. Okay, gut, dass wir das hier haben, unstuck, aber jetzt bin ich einfach wieder hier. Immer runterspringen. Geht das ein bisschen schneller? Kein Schaden, okay, gut. Das war gerade seltsam. Und jetzt ist auch die Musik weg, also man merkt vielleicht, dass es ein Early Access Game ist, ne? Bin aber gespannt, wie es im Laufe der Zeit wird, wenn so ein paar Updates dazu kommen, ne? Ist vielleicht trotzdem interessant zu spielen und da lang. Aber da war auch eine Frau, mit der wollte ich reden, wenn wir mit ihr überhaupt reden können, weil mit den Kids können wir nicht reden. Aha. Miss Hurt. Zu Tode erschreckt, okay. Ich spiele Verstecken mit den Kindern. Was? Ich aufpassen soll. Willst du mir helfen? Ernsthaft? Du siehst die nicht? Ich meine, suchst du die überhaupt? Vielleicht schau mal hier. Okay, und wie? Muss ich ihnen einfach einen Tritt geben, oder? Ma'am, ich sehe da ein Kind, aber... Hier sind überall Kinder, aber... Warte mal. Irgendwas bekommen zum... Muss ich die irgendwie mit einem Seil fangen, oder? Mit einem Lasso? Irgendwie geht das nicht. Warte mal. Ach, ein Stock nur, okay. Kann ich ja wenigstens hier... Ach, warte. Ah, okay. Ich muss sie nach der Reihe, okay. Ja, ja, ich hab dich gefangen, okay. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Das ist ein bisschen seltsam, Leute. Ja, vielen Dank, ich weiß, ich bin super. Warte, da rüberspringen wir nicht, weil sonst hängen wir wieder fest. Da springen wir jetzt nicht rüber. Das ist einfach, glaube ich, nur so eine Nebenquest, oder? Habe ich vielleicht Pluspunkte? Vielleicht können wir sie in Zukunft begatten. Vielleicht wird das unsere erste Frau. Wer weiß. Dreh mal ein paar Pluspunkte, weißt du? Ja, ich kann auch ein guter Daddy sein, natürlich. Natürlich, Miss Hood. Oder soll ich dich Miss Dakota Williamson nennen? Habe ich gerne gemacht. Hätte mir wenigstens irgendwas Nettes geben können. Ich kann nicht mal irgendwas aus dem Haus looten. Schade, dass die nicht ein bisschen sprechen oder so. Nicht mal für die Hauptstory. Dann gehen wir jetzt erstmal hier. Und schon ist die Ausdauer leer. Ich will ein Pferd. Wir brauchen unbedingt ein Pferd, Leute. Und dann kommen wir, denke ich, noch ein bisschen besser voran. Weil die auch so ist trotzdem eigentlich ziemlich lang. Und da ist die erste Siedlung, oder? Wo werden wir bauen? Warte mal, wir haben so eine Karte, ne? Hier nach links geht's nicht. Warte mal. Das ist die einzige Umgebung, oder kommen wir dann hier durch und dann öffnet sich ein neuer Part? Wahrscheinlich, oder? Das wäre so ein ziemlich klein. Oh, sieht das hier? Dreck, epische Musik, wer bist du? Wenn ich reden... Ich habe wie vorhin hinten gesehen, alles klar. Hier sind auch ein paar Tote. Sind hier anscheinend alles Klone, ne? Ein Pferd. Können wir das gleich klauen? So, warte mal, wir gehen erstmal hier hinten, ja? Hier hinten hin.
Sprich mit Dr. Warp? Bitte was? Wer ist zur Aufgabe geeignet? Sich? Okay, worum geht es? Ich überspringe es einfach mal. Sprich mit Karen. Oh nein, ich habe es eigentlich immer vermieden, mit einer Karen zu sprechen, aber... Na, wir müssen mit einer Karen sprechen. Ach, dieses Laufen ist echt ein bisschen... Ja, keine Ahnung, ein bisschen komisch. Die Musik ist aber... Wartet mal. Die ist ziemlich laut, die Musik, ne? Mach mal hier. Ist sie auf einmal so laut? Ich glaube, so sollte es angenehmer sein. Ja, ziemlich laut, die Musik. Lala, wer bist denn du? Ich habe dich ganz anders eingeschätzt, Karen. Also so eine Oldie oder so. Ah, ich sehe ziemlich gut aus, oder? So, Journal, jetzt sehe ich auf Englisch und schließen auf Deutsch. Perfekt. Sprich mit Mark Harrison. Hä? Da hinten haben Mark Harrison? Nein. Was ist das denn für ein Ziel da hinten? Steht da nicht, ne? Aber wenn ich jetzt hier das anvisiere, auch nicht, okay. Ja, mit dem Kompass und so, das ist alles ein bisschen komisch. Also das müssen die auf jeden Fall noch verbessern. Ich überspringe das jetzt einfach, ne? Viele von euch haben das wahrscheinlich eh schon gesehen. Ihr seht hier oben rechts, was da steht, ne? Sammel, Max, Nacht. Ja, geil. Ich bin Mac Kluski. Und den gebe ich dann deinen Nachtdruck. Warte mal, was ist das für ein Symbol da hinten? Wasser oder... Wenn wir die ganze Siedlung auf einmal kennen. Die denken sich auch einfach nur so ein fremder Dude. Oder was hat die gesagt? Geht's dir? Ja, mir geht's. Also, bleib doch mal stehen. Ich atme dir in den Nacken. Ich atme dir erotisch in den Nacken. Ah, warte mal. Wir sind jetzt aber kein Dieb, oder? Ich glaube, die checken eh nichts. Ich glaube, die begreifen eh nichts. Die sind alle so ein bisschen... Ja, so Hinterwäldler, ne? Die sind alle ein bisschen zurückgeblieben, aber ist ja nicht schlimm. So, zack, was jetzt? Sprich mit Chain. Das sind eine gute alte Chain. Deswegen das viel rumgelabere, sonst haben wir die ganze Folge nur gelesen und gelesen. Ich hasse es immer irgendwie zu lesen. Besonders warum. Wo sind hier zwei Ziele? Jane, alter Cowboy. Und dann nehme ich mal den leckeren Krug von dir und saug mal ein bisschen raus. Die Nachttöpfe, ja. Ich kann auch doch aus dem Schluck trinken, oder ist es verboten? Warte mal, wir saugen hier erstmal ein bisschen Wasser. Dann wähle ich das auch voll. Ja, die Steuerung ist echt seltsam und die Musik. Vor allem die Musik. Was ist das für eine Musik? Cowboy Remix Baby Music. Ja, jetzt habe ich einfach. Ja. Geh dorthin, wo der Aufzug zu finden ist. Ihr habt schon Aufzug. So heftig seid ihr. Warte mal, nicht rüberjumpen. Das ist halt das Blöde, ne? Wenn ich dann mache, dieses Unstuck. Warte mal. Wer bist du? Aufzug. Warte mal, handeln. Ach, ich kann auch mein Lagerfeuer... Ne, ist das von ihr? Ich bin Dakota West. Ich kann jetzt einfach mal ein Lagerfeuer verkaufen. Ich würde sagen... Ich verkaufe ein paar Beeren an dich, oder? Wir behalten erstmal alles, Leute. Ich habe keine Ahnung, was jetzt so wichtig ist. Tellerwäscher zum Millionär. Ja, ich verhungere. Ich verhungere, Ma'am.
Warte mal, wo ist denn jetzt der Aufzug? Da hinten? Ich will irgendwas klauen. Kann man bei euch auch handeln? Okay, hier ist auch ein Händler. Okay. Wie helfe ich dir halt? Jagen. Okay, geh dorthin, wo die Aufzüge zu finden sind. Warte mal, habe ich jetzt verschiedene Quests oder so? Quest-Info. In der Tat, aber... Das Witzige ist, dass hier Quest-Info steht, aber... Mehr auch nicht. Technologie, da kann ich irgendwie noch nicht drauf drücken. Städteauswahl, nee. Das kommt wahrscheinlich später. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Gehen wir jetzt mal hier hin. Können wir denn auch schon so ein... Warte mal, was können wir noch craften? Das können wir alles noch gar nicht craften, ne? Heiltrank. Könnte nützlich sein. Was? Hallo Fremder, also das mit dem Texten, das müssten die echt mal noch irgendwie ein bisschen anders machen. Wir gehen jetzt erstmal hier. Ich weiß nicht, ob das da ist mit den Aufzügen oder ob wir zuerst jagen sollen. Also ich bin ein bisschen überfordert, Leute. Ich hoffe, wir werden nicht hier irgendwo vielleicht schon angegriffen oder so. Aber ich denke, das ist allgemein hier so ein Startgebiet, ne? Aha, okay. Warte mal, ich will jetzt nur mal einmal testen. Haben wir denn irgendwie... Gewicht haben wir, ja? 42 Kilo. Und ich kann... einiges mehr tragen. Okay, ich krieg kein Holz. Ah, der Baum kippt um. 50 Erfahrungspunkte. Alter 20... Oh ja. Das war nice. Warte mal, das will ich jetzt wissen mit dem Baum. Also muss ich den da nochmal abhacken und da vorne ist irgendwie so ein... Können wir da hingehen? Oder sind das Feinde? Ach, komm, hör auf. Ja. das ist ganz normal so. Die Holzfäller unter euch, die kennen das. Das ist ganz normal. Naturgesetze. Auch hier. Das ist so. Der rennt direkt weg, ne? Kommen wir da dran? Warte mal, wem ist Gewicht? 3 Kilo nur. Ja, egal, komm. Ich wollte jetzt einmal ganz kurz das hier abchecken. Aber wir gehen jetzt... Das Feinde? Jetzt nicht, dass ich direkt hier mordet werde. Ja, nehmen. Nee, ich will gar nichts hier mieten. Aha, also kann ich später meine Siedlung mit aufnehmen, oder wie ist das? Naja, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Geh dort hin, wo der Aufzug ist. Main Quest ist das. Okay, aber woran erkenne ich jetzt, was die Main Quest ist und was so Nebenmissionen sind? Aha, ich denke das Rote, ne? Ich gehe jetzt aber einmal hier hin, erstmal zum Lager. Vielleicht kriegen wir irgendeinen nützlichen Kram. Zum Holzpellerlager. Das sieht auf der Karte auf jeden Fall so aus. Jagen, das wäre schon ganz gut, wenn wir jetzt jagen lernen. Den abhacken. Ich sehe leider keine Quest-Info oder so. Ich weiß nicht, wie man sich das Ganze anschaut. Ich gönne mir jetzt einfach mal den Baum hier.
Ah, okay, ganz viele Äste fallen auch ab. Habe ich jetzt erst gesehen. Und der ganze Baum ist verschwunden. Das ist auch ganz normal, Leute. Das ist ganz normal, wenn so ein Baum sich einfach in Luft auflöst. Habe ich erst letzte Woche gesehen. Warte mal. Wo können wir denn irgendwie rausfinden? Den Quests hier. Warte mal, Fähigkeiten, ja. Punkt habe ich eh noch gar keine. Ausrüstung. Im Journal muss das hier eigentlich sein. Besuche den Aus. Winkle. Steinreich. Was ist die Mission? Dunkle? Warte mal, was muss ich denn hier machen? Hier wäre gut, wenn hier Woodmill. Das wäre eigentlich mal ganz hilfreich, ne? Winkel. In das Hirschjagdgebiet. Hä? Wie pinkel ich? Hasenfalle, das wäre nämlich ganz gut. Die würde ich gerne haben. Welche Mission ist das? Damit ich wenigstens weiß, was ich hier machen muss. Neuankömmling. Warte mal, hier, sammel Stein und Stücke. Das ist auch nicht. Tellerwäscher zum Millionär. Auch nicht. Dann müsste es ja eigentlich steinreich sein. Was habe ich ein paar neue. Leute, was mache ich hier falsch? Ich bin jetzt genau hier, ja? Genau hier bin ich. Oder muss ich die Hirsche jagen? Aber ich habe noch gar keine. Ist wahrscheinlich das hier, ne? Dann gehen wir einfach zum Aufzug, Leute. Ich habe jetzt keine Ahnung. Keine Ahnung. Steht auch, wenn man hier drauf geht, Quest-Info. Ja, das müssen die ein bisschen anders machen. Das ist leider nicht so gut. Was soll man machen? Ich muss das Spiel ja irgendwie kennenlernen. Wir gehen jetzt einfach zum Aufzug. Aber die ganzen Rezepte, die würde ich trotzdem schon gerne haben. Die würde ich echt gerne haben. Ah, dann gehen wir halt zum Aufzug. Pinkeln, ist da Pinkeln, ja. Nachttropf wahrscheinlich, oder? Tutorial. How to pinkle. Naja. Ein Cowboy muss ja auch lernen, wie man sein Geschäft verrichtet, oder? Ich meine, der ist 20. Da lernt man halt das erste Mal auf Toilette zu gehen. Vorher weiß man das nicht. Aber wie kann ich das oben wechseln mit der Main Quest? Kann ich das hier. Ah. Aha, okay. Finde die Gesteinsproben am besten von Red Rock. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Mit den Pfeiltasten kann man das machen. Ich hoffe jetzt nicht, wenn ich den Aufzug nehme, dass ich in einem neuen Gebiet lande. Ich würde gerne schon die Mission machen. Die Rezepte, die hätte ich gerne. Rezepte, die hätte ich gerne. Steinsproben, jage ein Hirsch und sammle sein Fleisch. Kaufe ein warmes Essen von Mama Jay. Neuankömmling. Holzstämme, Bäume. Ah, gut, wir gehen einfach jetzt mal zum Aufzug. Und der ist immer noch ohne Ende außer Puste. Ist das da, wo wir Mutter begraben haben? Ist da der Aufzug? Ich denke mal, ja, ne? Ich glaube, das alles, was wir machen, ist doch ein riesiges Tutorial. Und wir sind wieder außer Puste. Ich hoffe, wenn ich den Spielstand auch speichere, dass ich den diesmal laden kann. Warte mal, wir machen das auch direkt mal. Unten rechts Slot 8 nehmen wir dafür. Damit mir das ja keiner vergisst, ne? Können wir direkt hier hoch? Okay. War das hier?
Ja, hier ist doch der alte Wagen. War das gerade mein Dude, der so Geräusche gemacht hat? Oh, gibt es hier irgendein Secret? Nein. Ich dachte, vielleicht gibt es da irgendwas zu sammeln. Ach. Ed Sheeran wäre jetzt stolz auf mich. Gute alte Ed. Das. Auch nicht sein Atmen, oder? Atmet wirklich komisch. Okay, hier ist es dann doch nicht. Das ist dann irgendwo da bei Ed Sheeran. Ach ja, müssen immer schön an Mutters Grab vorbei. So. Und das ist ihre Geheimhöhle. Naja. Ist nicht so heftig, ne? Warte mal, da haben wir auch eine Mission. Ja, welche ist das? Ach, egal. Wir machen jetzt erstmal das mit dem Aufzug. Wird wahrscheinlich das Wichtigste erstmal sein. Creme de la Creme. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht in ein neues Gebiet und müssen dann später wieder zurück und so. Baron. Feldflasche mit Wasser haben wir auch noch. Wir müssen ja echt mal irgendwie lernen, irgendwann mal einen Bogen irgendwie oder sowas zu machen. Komm, ein bisschen schneller aus. Oh, warte mal. Komm zu Papa. Okay. Was? Fall ich doch runter, oder? Ach, so schön. Und wer bist du? Roger. Roger Gates. Ob der was mit Bill Gates zu tun, kann das sein? Okay, geht zum Aufzug. Und ich muss ihn jetzt reparieren. Schau dich mal an, wie der läuft. Ah, ich kann aber looten. Ja, ich muss ja auch ein bisschen Belohnung haben. Cash, Münzen gibt es. Ich mache hier nichts umsonst, mein Freund. Das ist schon so ein bisschen wie so ein kleiner Zoll, ne? Dass ich einmal hier ausraube, das ist ganz normal. Ist das hier Glas oder sind das irgendwie Edelsteine? Du hast bestimmt noch mehr hier. Dann gehe ich mal zum Aufzug. Ja, ich soll mit Roger sprechen. Okay, Roger. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Boah, ich will so schnell lesen. Also, was den Aufzug angeht. Ja, blablabam. Untersuche den Aufzug. Das machen wir noch schnell. Lass mich raten, jetzt falle ich runter. Zum Glück nicht. Ich würde eigentlich gerne noch diese ganzen anderen Missionen machen, weil die scheinen ja anscheinend trotzdem wichtig zu sein, ne? Finde das Holzfällerlager. Ach, hör auf. Was ist das hier? Finde das Holzfällerlager. Die sind auch so witzig, ne? Die zeigen das auch nicht an. Dafür bin ich jetzt hier hochgekommen. Nur dafür, Roger. Dafür, dass du mich enttäuschst. Naja, was soll man dazu nur sagen? Leute, ich würde sagen, das war's auch mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, Bewertung, Kommentieren nicht vergessen. Sonst bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.